Morgen, Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir alles Gute und dass die Gesundheit noch ein bisschen wiederkommt. Vertraut und innig nach mehr als 60 Jahren. Eva und Dieter. 7.6.57. Sie war Lehrerin. Er war Architekt und hat das gemeinsame Haus mit seinen eigenen Händen erbaut. Drei Töchter haben sie bekommen. Für immer heißt der bewegende, sehr persönliche Dokumentarfilm. Pia Lenz hat das Ehepaar mehrere Jahre mit ihrer Kamera begleitet. Also ich glaube, wir wissen irgendwie sehr viel über den Beginn oft einer Liebe. Wir erinnern uns auch sehr gerne immer an das Gefühl oder verlieben uns neu oder Menschen heiraten. Und wir erzählen uns auch, glaube ich, sehr viele Geschichten darüber, also Filme, Bücher. Ich glaube aber, wir wissen nicht so viel darüber, was passiert eigentlich, wenn das dann gelingt. Also wenn man wirklich zusammen bleibt und das und ein ganzes Leben zusammen verbringt, wonach wir ja offensichtlich alle, vielleicht nicht alle, aber sehr viele eine große Sehnsucht haben. Eva hat über das gemeinsame Leben Tagebuch geführt. Nach etwa 2 Jahren Drehzeit vertraut sie es der Regisseurin an. Wunderbare Momentaufnahmen aus vielen Jahrzehnten. Im Film wird daraus gelesen. Ich möchte noch lange mit dir zusammenleben und in ferner Zeit mit dir zusammen sterben. Eva war 16, Dieter 18, als sie sich kennenlernten. Doch auch diese Ehe war nicht immer leicht. Es gab großes Glück, aber auch tiefe Krisen und Seitensprünge. Auf beiden Seiten. Dieter, du maulfauler Stockfisch. Du wortkarger Klotz. Du Gefühlsurne. Es wird kommen der Tag, da bitte ich dich und deine Gefühle zur Kasse. Ich weiß bis heute nicht, ob du mit Traute was angefangen hast. Das habe ich dir gestanden damals. Ja? Ja. Aha. Diese Tagebücher waren wie so eine dritte Person eigentlich in dieser Beziehung, weil Eva die immer genutzt hat, auch um Gedanken und Gefühle zu äußern und auch vielleicht zu verarbeiten, zu sortieren. Auch in vielen Jahrzehnten, glaube ich, wo sie das mit Dieter gar nicht so gut immer konnte. 4-Jährige getötet. Tödliche Verletzungen erlitt gestern gegen 16 Uhr ein 4-jähriges Mädchen in der Schule. Die Tragödie ihres Lebens. Es wurde beim Spielen auf der Straße von einem Fuhrwerk überrollt. Was wundervoll war, er hat nie mehr Vorwürfe gemacht. Hätte er auch sein können. An dem Unfalltod der Tochter hätte die Ehe zerbrechen können. Aber die Verbundenheit und die Liebe waren stärker. Na gut. Jetzt müssen sie sich mit dem Alter auseinandersetzen. Eva und Dieter gehen auch mit diesem letzten, nicht einfachen Lebensabschnitt sehr offen und ehrlich um. Wenn es dann wirklich so weit ist, dass einer von uns dringend auf den Rollator oder den Dingsbums da, den Rollstuhl angewiesen ist, dann können wir nicht erst dann anfangen, mühselig eine Firma und alles. Dieter, das überfordert uns dann. Im Alter passieren ja auch noch mal viele Dinge, auf die man sich neu einstellen muss, die extrem schwierig sind. Also wenn dann einer plötzlich abhängig vom anderen wird. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich beobachtet habe, wie die beiden, also dass sie einfach Menschen sind, die die Dinge angenommen haben. Also die versucht haben, eben nicht zu hadern, sondern sich auf so eine Situation einzustellen. Und sich vor allem auch gegenseitig darin zu unterstützen und immer wieder versuchen, glaube ich, das Positive zu sehen. Evas Kräfte schwinden. Die alten Hände, ne? Gemeinsam nehmen sie Abschied von einem langen Leben zu zweit. Und doch immer wieder Humor. Vorsichtig mit deinen Füßen, deinen Schuhen. Ja, ja. Ich möchte zwar manchmal dir auf die Füße treten. Ja, das weiß ich. Pia Lenz zeigt in ihrem Film intimste Momente. Behutsam und respektvoll beobachtet ihre Kamera jeden Blick, jede Geste. Und ist dennoch nie voyeuristisch. Es ist vielleicht nicht immer alles so eindeutig und es ist auch nicht immer alles nur positiv und nur einfach. Aber dass zwei Menschen das trotzdem hinbekommen, in dieser Ambivalenz auch und in der Vielschichtigkeit, die eben dazugehören, das war für mich ein sehr positiver und auch tröstlicher Gedanke.
Für immer begleitet zwei Menschen, die es geschafft haben, ihr Leben zu teilen. Trotz mancher Krise. Ein Film, der glücklich macht. Bei aller Traurigkeit des Abschieds.